Wie erkenne ich, dass ich es mit einem Narzissten als Gesprächsgegner zu tun habe? Zunächst, der Narzisst ist wirklich ein Gesprächsgegner. Er ist gegenüber, mitunter sogar ein Widersacher, niemals jedoch ein Gesprächspartner. Es geht ihm nicht um eine ausgewogene partnerschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe, sondern er benutzt jegliches rhetorische Verfahren, das es ihm erlaubt, sich sprachlich in eine höhere Position zu versetzen und uns zu unterdrücken. Der Sophist wie auch der Narzisst, der sich sophistischer Redetricks bedient, ist niemals an der Wahrheit interessiert oder an einem ausgewogenen Miteinander, sondern er manipuliert skrupellos Wahrheiten, um sein eigenes Ego aufzuwerten. Charakteristisch im psychologischen Sinne sind bestimmte symptomatische Charaktereigenschaften des Narzissten. Der Psychologe Reinhard Haller hat 4 dieser Eigenschaften als besonders kennzeichnend beschrieben: Egozentrik, Empathiemangel, gesteigerte Empfindlichkeit und Entwertung. Wenn wir es mit einem Narzissten zu tun haben, einem wahren Redegegner, der eine Asymmetrie zwischen uns anstrebt und niemals ein symmetrisches Machtverhältnis erzielen will, so finden wir genau diese symptomatischen Charaktereigenschaften gespiegelt in der Rede. Der Narzisst spricht egozentrisch, spricht empathielos, spricht mit einer gesteigerten, krankhaften Empfindlichkeit in Bezug auf die eigene Person und er hat oft ein sehr entwertendes Redeverhalten. Betrachten wir uns die einzelnen Aspekte im Detail. Was bedeutet die Egozentrik des Narzissten im Redeverhalten? Wodurch verrät sie sich? Manche Psychologen und Profiler glauben, dass Narzissten symptomatisch überzufällig oft von Ich sprechen. Sie benutzen also das Pronomen erste Person Singular häufiger als Personen, die nicht narzisstisch sind. Ist das so? Spricht ein Narzisst in dieser einfachen, fast infantilen Form Ich, Ich, Ich? Oder gibt es noch andere Ausdrucksweisen? Tatsächlich ist es so, dass ein Narzisst nicht zwangsläufig häufiger das Wort Ich benutzen muss, um seine symptomatische Egozentrik auszudrücken. Manche Narzissten gehen ungleich raffinierter vor. Sie sprechen in der ersten Person Plural. Auch wenn sie ihre eigenen Interessen meinen, sprechen sie von Wir. Und sie beziehen sich auf einen größeren Kontext, mitunter eine höhere Organisationsebene, eine höhere Ethik, ein größeres Bezugssystem. Dadurch werten sie sich selbst auf, ihr grandioses Ego findet einen scheinbaren Widerhall in der Echokammer gesellschaftlicher Geltung. Das ist dem Narzissten überaus wertvoll. Viele Narzissten finden sich in übergeordneten Positionen in Organisationen, Parteien oder Kirchen. Die ständige Bezugnahme auf ein größeres Ganzes, mit dem man sich identifiziert und wodurch man zusätzlich eine Asymmetrie zwischen sich selbst und den Redegegner erzeugt, das ist charakteristisch für den Narzissten und das kann seine symptomatische Egozentrik ausdrücken. Auch das sogenannte Name-Dropping, das permanente sich Beziehen auf Prominente oder bestimmte Autoritäten in einem Gebiet, ist charakteristisch für die Egozentrik des Narzissten. Man muss sich merken, dass der Narzisst grundsätzlich seine Egozentrik dadurch ausdrückt, dass er selbst sich, wenngleich er sich auch rhetorisch mit falschen Federn schmücken muss, als größer darstellt als seinen Redegegner und sich stets so verhält, als ob diese von ihm erzeugte Asymmetrie im Gesprächsverhalten durch nichts wieder rückgeführt werden könnte. Die Egozentrik bedeutet schlussendlich eine absolute Dominanz des eigenen Egos. Und die kann ausgedrückt werden durch den tatsächlichen semantischen Verweis auf das Ich, aber auch in kaschierter Form durch die ständige Identifikation mit einem größeren Bezugssystem, welches dann oftmals auch als moralisch überlegen dargestellt wird, um nochmals eine Ebene der Superiorität zu erreichen und die eigenen Grandiositätsfantasien damit zu nähren.